wir sehen hier die Melody Hase und die Anita Latifi. Die beiden Mädels sind bekannt aus DSDS. Erst waren sie dicke Rivalinnen, jetzt sind sie dicke Freundinnen. Und zwar so dick, dass sie sich sogar zusammen unters Messer legen. Wir werden die beiden begleiten. Ich bin Bildreporterin Anja Tischendorf von der Bildzeitung hier in Düsseldorf. Und ja, wir gucken mal, was die Mädels so haben. Melody, was machst du denn? Ich lasse mir meine Nase richten. Ich bin damit schon sehr lange unzufrieden. Ich glaube, euch zeige ich jetzt mal die Wahrheit, weil auf meinem Instagram-Profil Photoshop ich meine Bilder. Ich gebe es jetzt an dieser Stelle zu. Also macht euch auf die Wahrheit gefasst. Meine Nase sieht im Profil so aus. Wir gehen mal ran. Sie ist groß, sie hat einen deutlichen Höcker und von vorn ist sie mir auch einfach zu breit. Und das würde ich halt ganz gerne korrigieren lassen und darum sind wir heute hier. Und wie lange gehst du schon mit der Idee, schwanger da was machen zu lassen? Ich will schon mindestens 10 Jahre meine Nase korrigieren lassen. Also seit ich 12 bin, habe ich angefangen, mich damit zu befassen. Ich war wirklich schon immer unglücklich damit und ich bin total froh, dass heute der Tag ist. Gut, wir sind ja nämlich heute bei Medical Inn in Düsseldorf. Das ist Ihr Arzt, das ist Dr. Dadelen. Der wird irgendwie das gute Stück gleich operieren. Vielleicht sind Sie so lieb und erzählen mal so ein bisschen, wie das Ganze gehen wird. So, einen Moment. Wir haben das Ganze auch noch als Bild. So, zeig das mal. Moment. So. Ja. Da haben wir die Melody mit ihrer. Genau, hier sehen wir die Nase schon bearbeitet digital. Also mit Strichen, mit Farben, mit Punkten. Das Vorgespräch ist ja schon gelaufen. Sie hat genug Zeit gehabt, darüber zu schlafen. Man sieht, dass sie eine relativ breite Nase hat im Vergleich zum übrigen Gesicht und dass die Nasenspitze ein wenig hängt. Und die grüne Linie ist so, wie wir sie dann später operiert haben wollen. Und die weißen Punkte sind die Punkte, wo die Nase von außen gebrochen wird. Mhm. Wie lange wird der Eingriff dauern? Was schätzen Sie so? Also der Eingriff, ich lasse mir da immer ein bisschen Zeit, weil ich eine Nase nur einmal operieren möchte und nicht zweimal, wie manche andere Kollegen, sodass wir 2-3 Stunden beschäftigt sein werden. Und ganz wichtig ist hier zu erwähnen, dass es mir und auch ihr nicht nur um das Optische geht, sondern dass ihr auch nach der Operation viel besser Luft bekommt als jetzt. Und deswegen wird auch die innere Nase, das heißt die Nasenmuscheln werden verkleinert und die Nasenscheidewand wird auch begradigt. Und wie lange wird es dauern, bis wirklich so das Endergebnis dann fertig ist? Das Endergebnis sehe ich eigentlich direkt auf dem Tisch. Aber so wie es ist, bei jedem Eingriff ist so, dass das Gewebe dann anschwillt. Man vermeidet eine starke Anschwellung durch Pflaster, durch eine Schiene. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Schiene nach einer Woche ab ist, wird sie eine Schwellung haben und auch höchstwahrscheinlich nicht so viel, aber ein bisschen Blauflecken um die Augen auch. Ich hoffe nicht so viele. Die blauen Flecken, die verschwinden nach 2 bis 3 Wochen. Und der Hautüberschuss, der da ist, wenn Sie sehen auf dem Bild, hier sieht man, wie stark die Nase verkleinert werden soll. Das dunkelblaue, das ist der alte Umriss. Und es ist der neue Umriss. Das ist ja wirklich ein kleines, niedliches Hollywood-Näschen, ne? Ganz genau. Und die Haut, die schneiden wir nicht weg. Die muss sich dem neuen Gerüst anpassen. Deswegen braucht es seine, also eigentlich bis zu einem Jahr, bis die Haut schrumpft. Aber nach 3 Monaten ist 80% schon abgeschwollen und zusammengeschrumpft. Sprich, man braucht sehr viel Geduld, Melody. Mhm. Die hast du auch. Ja, ich freue mich ja. Ich hatte jetzt schon 10 Jahre Geduld, darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an. Genau. Gibt es denn auch Risiken? Also Risiken gibt es bei jeder Operation. Es gibt keine OP ohne Risiken. Es dürfen nur keine Komplikationen geben. Risiken sind Blutung, Nachblutung, Infektion und Heilungsstörung. Aber das ist so vermeidbar klein, also das haben wir eigentlich, damit haben wir nicht zu kämpfen. Das größte Risiko ist, dass ihr die Nase später nicht gefallen sollte. Aber das, glaube ich, wird nicht passieren, weil wir sehr lange darüber gesprochen haben, wie sie aussehen soll. Und deswegen bin ich eigentlich frohen Mutes.
Was sagt denn dein Umfeld zu deiner bevorstehenden Operation? Ja. Zum Beispiel dein Freund? Ja, der findet meine Pläne nicht ganz so toll. Der unterstützt mich natürlich, weil er weiß, dass es so ein Riesenwunsch von mir ist. Aber der hat halt ein bisschen Angst, dass ich danach zu gemacht aussehe, zu barbiehaft. Und dann aussehe wie irgendwie Ex-Freundinnen von ihm, die sich auch schon unter das Wasser gelegt haben und das zu viel. Aber ich versuche jetzt diesen Makel auszubügeln quasi und werde mich nicht danach noch tausendmal unter das Messer begeben, hoffentlich. Gibt es denn so eine Nase von Prominenten, wo du sagst, oh, der hat wirklich eine perfekte, also sowas könnte ich mir gut vorstellen? Ja, Ann-Kathrin Brömmel, die Freundin von Mario Götze, finde ich, hat eine sehr schöne Nase, auch eine gemachte Nase, aber die finde ich wirklich das Nonplusultra. Was ich finde, was gar nicht geht, auch eine gemachte Nase aus dem Showgeschäft, ist Enissa Amani. Ich finde die Frau super und wunderschön, aber ihre Nase finde ich nicht sonderlich gelungen. Also wäre ich froh, wenn es danach nicht so aussieht. So die Nasenmuschel, so iranisch halt zugemacht. Ich bin nicht der Okay. Aber gut, dann der Dr. Dahlelin wird bestimmt gleich alles geben im OP. Gehen jetzt mal hier rüber zu deiner Freundin Anita. Warum möchtest du denn dich irgendwie unters Messer legen? Ja, ich würde gerne meine Brüste vergrößern lassen. Ich habe schon seit ich 17 bin Probleme damit, dass mein kleiner Fluglandeplatz hier, wie man sieht, nicht wächst. Er bleibt immer so klein und ich bin so unzufrieden. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt bin ich 20 und die sind auch ungleich. Also eine ist größer als die andere und das hat mich schon sehr, 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 sehr mitgenommen. Also das geht gar nicht und ich muss mich unter das Messer legen lassen vom Herrn Attila. Aber es sieht jetzt nicht nach so wenig aus, ehrlich gesagt. Was hast du für eine BH-Größe? Das ist jetzt gerade Push. Also bitte nicht. Das ist Push. Ich versuche da immer wieder was zu pushen und momentan bin ich so auf B. 75 B. So ein kleines. Und das ist hier der Mann, der es verändern soll, Dr. Attila. Was möchten Sie? Hallo. Was schätzen Sie, wie viel Milliliter Silikon jetzt aus dem B was anderes machen? Ja, also Ziel haben wir, ein großes Ziel zu erreichen. Wir haben das natürlich im Vorfeld sehr intensiv mit Anita besprochen. Sie hat Probeimplantate anprobiert, um die Größe zu bestimmen. Wir haben eine 3D-Animation gemacht, um auch die Form zu bestimmen und sind dann letztendlich bei einem großen C gelandet. Das heißt, wir werden etwa 355 Milliliter einsetzen. Wir benutzen dafür ein Implantat der neuesten Generation, was ich Ihnen auch gerne einmal zeigen möchte. Diese Implantate bestehen aus einem sehr weichen und elastischen Gel. Ja. Das heißt, die sind unbreakable, die kann man nicht mehr brechen, sind formstabil, nehmen ihre Form wieder ein, wenn man reindrückt. Und sie besitzen einen Chip. Dieser Chip ist ein Sicherheitsmechanismus. Da ganz klein, dieses klar, Metall. Genau, ne? Das piepst auch nicht am Flughafen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ja. Aber da ist eine Sicherheitscode drin, mit der man später, falls Anita mal ihr Implantatpass verlieren sollte, noch nachvollziehen kann, an welchem Tag dieses Implantat hergestellt wurde, wer es verpackt hat, wie es verschickt wurde und alles, was dazugehört an Sicherheit. Wie wird die Operation ablaufen? Die Operation wird folgendermaßen ablaufen, dass wir jetzt gleich eine Einzeichnung vornehmen. Das heißt, wir werden die Schnittführung festlegen, auch die Implantattasche festlegen, wo letztendlich das Implantat reinkommt. Wir werden es unter dem Muskel platzieren. Leider gibt es noch sehr viele Kollegen, die Implantate über dem Muskel platzieren. Wir wissen heutzutage, dass die Rate einer Kapselfibrose über dem Muskel 25% höher ist als unter dem Muskel, sodass ich das nicht empfehlen kann. Was ist eine Kapselfibrose? Das Implantat wird natürlich vom Körper erstmal als Fremdkörper wahrgenommen. Und unser Körper bildet darum eine Bindegewebshülle. Normalerweise ist diese sehr weich. Ja. Bei manchen Patienten kann sie allerdings sehr hart werden, kann dann Schmerzen hervorrufen, Verzierungen hervorrufen, Falten etc. Das ist übrigens der einzige Grund, warum man heutzutage noch Implantate austauschen muss. Der zweite Grund wäre, dass man mit der Form nicht mehr zufrieden ist. Ansonsten ist es so, dass die Hersteller auf dem Implantat eine lebenslange Garantie geben. Und Sie werden das jetzt quasi unterm, also von unten in den Brust? Genau, wir machen eine Schnittführung in der Unterbrustfalte. Ich guck mal, ja, also hier. In der Höhe. Das wird auch insgesamt schön versteckt werden, sodass es unter dem BH zu liegen kommt. Also wo jetzt der Bügel quasi sitzt, ne? Genau, da wo der Bügel sitzt und von dort werden wir den Muskel präparieren. Das ist auch ganz wichtig, dass man den Muskel sehr sanft präpariert, damit die Patientin im Nachgang nicht allzu viele Schmerzen hat.
Werden Sie mir jetzt ein bisschen Risiken und alles erklären? Vielleicht ist die Anita mal so lieb und zeigt schon mal, wie das gleich aussehen könnte. Genau. Wir ziehen mal einen Ball hier an, darüber. Und dann hole ich mal so ein Probeimplantat. Ich bin so aufgeregt. Ich habe echt Angst. Das ist irgendwie ein bisschen irreal, surreal gerade, dass es halt wirklich jetzt passiert. Aber es ist nicht so schlimm, wie es die meisten denken. Also viele denken, es ist schlimm. Ich habe noch so mehr gemacht, als immer gehen. Das ist jetzt ein bisschen größer als das eigentliche Implantat, was wir gleich nehmen werden. Und es ist auch ein bisschen fester. Das Implantat, was wir benutzen, ist sehr, sehr weich. Ja. Das wird sich auch später für die Patientin sehr weich anfühlen. Hallo, das ist schon Unterschied, ne? Genau. Ja. Und? Ja, das ist wie viel jetzt gerade? Das sind jetzt 380, ne? Wir werden dann jetzt 355 einsetzen. Genau, ein bisschen weniger, das ist schon viel. Ja, aber... Also es fühlt sich total anders an, ganz, ganz anders, als wenn man kleiner. Man weiß halt, dass die Brüste stehen und man ohne BH alles anziehen kann, was geht. Das ist das Schönste dran. Hast du schon irgendwie was im Auge, was du dann nach der OP mal anziehen möchtest? Oh ja, ich habe mir ein neues Kleid geholt von You My Store und das hat so einen V-Ausschnitt, aber es ist wunderschön, es sieht nicht billig aus, es sieht einfach toll aus. Und dann kann der Push-Up in der Schublade bleiben. Genau. Was sind denn die Risiken bei dem Eingriff? Die Risiken sind die generellen Risiken, die mein Kollege schon angesprochen hat. Bei jeder Operation, es kann bluten, es kann auch mal nachbluten, was sehr, sehr selten ist, dass man dann nochmal OP fahren muss. Das Hauptrisiko ist wirklich langfristig die Kapselfibrose, die sehr selten im ersten Jahr auftritt, ansonsten meist erst nach dem 10. oder 15. Lebensjahr. Etwa 15 Frauen von 100 Frauen müssen nach 15 Jahren das Implantat aufgrund einer Kapselfibrose austauschen. Wobei bei diesen neuen Implantaten auch die Oberfläche aus einer Nanostruktur aufgebaut ist und man erhofft sich dadurch, die Kapselfibrose-Rate zu senken. Da warten wir allerdings noch auf die Langzeitstudien. Gut, wir legen jetzt erstmal los. Jetzt geht es hier für die Mädels nämlich gleich in den OP. Ja, bis dann. Tschüss.